Also, ey, gute Schwerter brauchen wir nicht bei so vielen legendären Schwertern, wie wir schon haben. Rüstungen können wir auch alles Mögliche. Verkaufen. Hier verkaufen wir mal nur die Sachen, die nichts bringen. Hier wollen wir nichts verkaufen. Hier haben wir, glaube ich, nichts zu verkaufen. Gut, und hier wollen wir auch nichts verkaufen. Ja, wir ignorieren die Gefahr nicht, Gott bin. Aber gucken wir mal nach unserem Hauptmann, den wir da zweckmäßig eingekerkert haben. Good day, Stranger. Sei sie gegrüßt bei Fürstin. Ein kleiner Kerkerbesuch, was? Haben Sie irgendwelche Anweisungen für mich? Was soll mit diesen Gefangenen geschehen? Momentan habe ich keine Anweisungen. Da haben wir Gramfell eingesperrt. Aber wir können doch einfach auf der Karte. Nein, können wir nicht gucken. Da muss er in einer von den beiden Zellen sein, oder? Schau mal, vielleicht könnten wir hier ein Geschäft machen. Wenn du mich gehen lässt, könnte ich dich bezahlen. Ja, eigentlich will ich das probieren. So. Welcome. Dann lassen wir mal frei. Ach, wem wird denn heute das Glück Holz sein? Lass erst mal gehen. Sofort, meine Fürstin. Okay, und das hat nichts gemacht. Nicht wirklich. Warte mal, das hat das beim Prestige gesenkt? Oder weil ich Gefolgsleute verloren habe. Ich glaube eher, weil ich Gefolgsleute verloren habe. Ah ja, der schmächtige Ritter bringt ganze vier. Ah ja. Lassen wir den Typ lieber noch ein bisschen in der Zelle drin. Vielleicht kommt ja noch mal einer, der ihn auszahlen möchte. Wir werden jetzt auf jeden Fall rasten, die Kopfgelder abgeben. Erst rasten. Dann gucken wir uns unsere neuen Gebäude mal an. Die Kapelle und den Kuriositätenladen. Und die Handwerkshalle. Und dann sehen wir weiter. Certainly. Ich sollte aber auch nochmal mit What? Duwens reden. Schmerzt sich etwas? Ich hätte Fragen. If doubts and curiosity plague you, you're skinning your knuckles on the wrong door. Ja, haben wir da schon alles? Und was sind das für Richtungen? Entweder bist du ein trockenes Feld, das ein Erntefeuer gebrauchen könnte. Ein Moment lang runzelt er mit matten Augen die Stirn. Oder aber du bist in der Finsternis verloren. Wie auch immer, du kannst die Dinge anders als die anderen sehen. Er deutet ein Grinsen an. Dann aber wird seine Drohne ein Stück weiter anklagen.
Das weiß ich, weil ich mitgekommen habe, wie du den Stab gleich zu Beginn angesehen hast. Das kennen wir. Ich würde was anderes fragen. Der Preis dafür, mich zu belästigen, scheint dich kaum zu sorgen. Erzähl mir... Ich wollte dich über die Region und ihre Geschichte befragen. Du uns grunzt. Möchte ich etwas anderes fragen? Ich vermute, die Antworten werden noch mehr Fragen sehen. Erzähl mir vom Markran. Ich fürchte, Wächter, die Hitze am Feuer könnte dir missfallen, aber wenn du sie ertragen kannst, so will ich es dir erzählen, was ich weiß. Wer sind ihre Feinde? Duritz lacht. Es stellt sich ja die Frage, ob ein Gott überhaupt verbündet hat. Die Fröhlichkeit weicht aus seinem Gesicht und er grinst spöttisch. Freunde mit Sicherheit nicht, aber ja, sein Grinsen stirbt und du siehst seinen Blick in die Ferne schweifen. Sie waren Feinde, waren. Eotas, Durins grinst kalt und nickt, aber das haben wir beigelegt. Dann Hyliela und ihre Krone aus Federn und Vögeln. Er lächelt höhnisch. Vielleicht behauptet sie ja, die Welt von ihrem Ast aus zu sehen. Hoffentlich hat sie gesehen, was mit Eotas passiert ist und was passieren würde, wenn sie auf die Erde herabkäme, wo solche Feuer brennen. Ihre Tempel sind die Dinge aus Fenstern und zischender Musik. Wenn ein Vogel vom Himmel fällt, sollte man das als Sieg ansehen. Ein weiteres Paar der wild dreinblickenden Augen dieser gefiederten Schlampe sterben zu sehen, stimmt mich zufrieden. Du hegst großen Groll gegen sie. Sie und ihr Klerus bieten den Eotasianer seit seinem Tod seine Erniedrigung Unterschlupf. Sie nehme ich mir als nächstes vor. Ich wollte dich noch etwas anderes zum Markran fragen. Wächter, wenn du zu lange am Feuer stehst, könntest du erblinden. Er kichert. An dir selbst herumzuspielen, könnte denselben Effekt haben. Hat sie irgendwelche Verbündeten? Some. Shaped for hunt and war. Abidan the Golem. Galawain and his beasts. The latter keeps us honest and awake. The other makes the tools by which we punish those who are not. Es gibt einige, zugeschnitten auf die Jagd und den Krieg. Er hält ihn und kratzt sich mit dem Finger an einer Pockennarbe auf seiner Wange. Abidon der Golem, Galawain und seine Biester. Letzterer sorgt dafür, dass wir redlich und wach bleiben. Durins setzt seine freie Hand für einen Doppelgriff um seinen Stab ein. Ersterer schafft die Werkzeuge, mit denen wir jede strafen, die es nicht sind. Abidon? Kein Wunder, dass du nichts von ihm gehört hast. Es gibt mehr Götter als Unkraut auf einem Feld. Und damit meine ich nur, die aus diesem Leben. Sie kommen und gehen und doch sind sie immer hier. Abidon sah jetzt menschlich aus, Durins Gunst. Er wurde umgebracht und baute sich dann selbst einen neuen Körper. Ein Wandel mit Markrans Hilfe. Vielleicht brauchte sie einen eigenen Schmied, der sich um die Feuer kümmert. Falls dem so ist, dann hat es Abidon verdient. Durins runzelt die Stirn. Für mich ist er eine Waffe, ein Werkzeug, aber kein Gott. Trotzdem stehen ihm die Leute des Dürrwalds nahe, vor allem jene, die in den Städten. Nur so sei es. Wenn es aber für harte Arbeit und Handwerkskunst eine Belohnung wie seinen Körper gibt, dann behalte ich lieber Blut, Schwanz und Hüften, um ihn in Schwung zu halten. Du erwähntest auch Galawain? Monstervater. Der große Hund. Und was Monster angeht, so gibt es auf dieser Welt mehr als genug. Und damit meine ich nicht nur die auf zwei Beinen. Es ist fast so, als hätte er Monster nur aus dem Zweck geschaffen, sie zu jagen und um Männer an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Ich vermute, dass er damit zu tun hat, neue zu schaffen. Mehr Monster als Verstand, Variation um Variation. Was meinst du damit? Seine Aspekte sind ziemlich verwirrend. Wenn man sich bedenkt, dass er bei seinen Biestern auf die Umkehrung des Schicksals achtet. Naja, vielleicht auch nicht so verwirrend. Meiner Meinung nach besteht kein Grund dafür, warum Markran mit ihm ein Bett teilen sollte, aber selbst wenn er an die Prüfung glaubt. Auf vielerlei Art ein schmutziger Orlaner-Gott. Vielleicht heult und maunzt er ja auch so wie sie. Sie können ihre Biester behalten, das Feuer und die Waffen aber würde ich jederzeit nehmen. Mehr wollte ich gar nicht besprechen. Also, ich kann dich noch was fragen. If doubts and curiosity plague you. Okay, über Markran will er nicht mehr reden. Certainly. Da rasten wir jetzt mal. Wieder mit dem Athletik- und Verfassungsbonus. Das ist nämlich so der beste, Certainly. Den wir haben. Hm? Ja, eigentlich wollte ich, dass Durins über Durins redet. If doubts and curiosity plague you,
You're skinning your knuckles. Ja, hier ist es ja. Dulz ist schon ein merkwürdiger Name. Dulz ist aber schon ein merkwürdiger Name. Auch nicht mehr als Wächter, außerdem ist Dulz kein Name, sondern ein Titel. Was bedeutet dein Titel? Durance? We've shared the fire and a difficult road enough. Enough to know you're willing to suffer one and walk the other. Every god who has followers has a chapter solely for them, whether they know it or not. I know it. Durance wirft dir einen Blick zu und will schon mit den Achseln zucken, als er dich nochmal anschaut und die Stirn runzelt. Wir haben lange genug das Feuer oder einen schwierigen Weg geteilt, genug um zu wissen, dass du bereit bist, das eine zu erleiden und den anderen zu beschreiten. Jeder Gott mit Anhängern hat ein Kapitel nur für sie, ob sie es wissen oder nicht. Durance runzelt die Stirn, ich weiß es. This chapter is not a thing of intent, but a flame that catches you. Everyone hears dogma and hymns and rituals in a different way. And whether they admit it or not, the fires that catch your senses all weave into a larger bonfire, which becomes your religion, your way of life, your road. Worshippers take what they want from the god and then translate it. So it was with Durance. Was a man once, before he became the religion. Dieses Kapitel ist nichts Vorsätzliches, sondern eine Flamme, die dich fängt. Für jeden klingen Dogmen und Hymnen und Rituale anders. Es ist ganz gleich, ob sie es zugeben oder nicht. Die Feuer, die all deine Sinne fangen, verschmelzen zu einem größeren Freudenfeuer, das zu deiner Religion wird, deiner Lebensart, deinem Weg. Gläubige nehmen sich vom Gott, was sie wollen, und übersetzen es dann für sich, und so ist es für Durance gewesen. Früher, bevor er zur Religion wurde, ist er ein Mann gewesen. War Durance ein Heiliger? Durance ein Heiliger, Durance lacht. Nein, er arbeitete für seinen Lebensunterhalt. Sein Kichern wird langsamer und es kommt zum Erliegen, worauf er dich anschaut. Ein alter Soldatenwitz, aber auf Heilige kann man ihn auch gut anwenden. Nein, in seinen Lehren war er kein Heiliger. Wie Soldaten, die in den Krieg ziehen, übernahmen seine Jünger den Großteil der Arbeit. Durance grinst höhnisch. Seine Lehren sind unpolitisch heute. Sie bestanden aus mehreren Prüfungen und Lektionen, zum Wohle des Glaubens miteinander verwoben. Mit den Lehren von Durance bin ich nicht vertraut. Was ging es bei diesen Lehren? Nämlich das erste. There is no scripture, no poetry or wordplay open to interpretation. Its disciples are often not welcome, so they walk the road. A physical devotion. Many a metaphor has killed a man, when it would have been best to show him the truth of it, as ugly as it may seem. Before Durance, I put my faith in a great many such words, and encouraged others to do the same. All were weaker for it, unworthy of the flame. Durans Gesicht legt sich zu seinem Stirnrunzel in Falten. Da tippt er auf den Stab in seiner Hand. Es gibt keine Schriften, Dichtungen oder Wortspiele, die offene Auslegungen zuließen. Ihre Jünger sind oftmals nicht willkommen, also gehen sie auf Wanderschaft, eine physische Andacht, Durans Gunst. Schon oft wurde ein Mann von Metaphern getötet, wenn es das Beste gewesen wäre, ihm die Wahrheit zu zeigen, so hässlich sie auch zu sein schien. Vor Durans habe ich meinen Glauben und viele derartig große Worte geknüpft und andere ermutigt, es mir gleich zu tun. Und alle wurden dadurch schwächer, der Flamme unwürdig. Durans Gesicht verdunkelt sich. Die Andachten stammen aus den Tagen, als Margaret nicht jedem begierig jungen Initiierten einfach die ihre Schenkel öffnete. Stattdessen wies sie diese Gläubige ab und forderte sich auch zum Beweis ihrer Frömmigkeit auf Wanderschaft zu gehen. Basierend auf den Prüfungen und Beurteilungen wird dann der Zugang zu Göttin gewährt. Das Feuer im Inneren zu finden aber oblag jedem Initiierten selbst und dieses Feuer. Durance rollte die Stirn. Dieses Feuer brannte kaum, als sie das erste Mal vor Margarets Tür standen und nach Anerkennung strebten. Durch Betteln führt man keinen Wandel herbei, so etwas aber jetzt zu sagen. Die Worte sind nicht so willkommen, wie sie es sein sollten. Warum ist das so? The reasons are so many, you would age and die listening to them all. But the teachings of Durance also included casting established clergy out, who might need reminders of such devotion as well. Dafür gibt es viele Gründe, dass du an Altersschwäche sterben wirst, hörst du dir alle an. Durance kneift die Augen zusammen, als würde er in die Ferne schauen. Die Lehren von Durance aber beinhalten
Die Verstoßung des etablierten Klerus, der solche Erinnerungen an wahre Frömmigkeit auch gebrauchen könnte. Und kein Priester lässt sich gerne in seine Annehmlichkeiten entledigen. Sei es gutes Essen, ein warmes Bett oder den Mund einer Hure um seinen Schwanz. Ja.